In Star Wars wurde schon seit Jahren angedeutet, dass Darth Vader und das Imperium die Galaxis nach Kindern durchsuchten, um sie zu entführen, aber nie wirklich zu 100% erklärt, warum sie dies taten. Jetzt haben wir endlich einen neuen Hinweis darauf. Alles dazu erfahrt ihr hier im Video. Diese Idee wurde ursprünglich in Star Wars Rebels aufgegriffen, als Ahsoka Tano und die Ghost Crew in Staffel 2 der Animationsserie den fünften Bruder und die siebte Schwester daran hinderten, ein machtsensitives Kind zu entführen. Später in George Manns Star Wars Myths and Fables, einer Sammlung von Legenden aus dem Universum, sprach eine Geschichte davon, dass Vader einen Wasserplaneten namens Kerosha besuchte, Erwachsene abschlachtete und Kinder entführte. Im Nachfolgeband, das den Titel Dunkle Legenden trug, sprach eine weitere Geschichte davon, dass Vader und der Großinquisitor ein Waisenhaus auf dem Planeten Garten besuchten, wo sie mehrere Kinder entführten. In mehreren Star Wars Referenzbüchern ist ebenfalls zu lesen, dass es sich dabei um Projekt Harvester handeln soll. Natürlich ist die einzig vernünftige Erklärung für die Entführung dieser Kinder, dass sie machtsensitiv waren, aber Lucasfilm hat nie offiziell bestätigt, was mit diesen Kindern geschah, nachdem sie aus ihren Häusern entführt wurden, bis jetzt. In der kürzlich neu erschienenen Star Wars Enzyklopädie wurde offiziell bestätigt, dass die Inquisitoren unter der Führung von Vader mit dem Projekt Harvester begannen, um mit der Macht begabte Wesen zu finden, die zu zukünftigen Inquisitoren ausgebildet werden sollten. Die meisten, wenn nicht sogar alle Inquisitoren, die bisher in Star Wars eingeführt wurden, waren zuvor Jedi. Sie haben sich selber aus freien Stücken der dunklen Seite zugewandt, wie es beim Großinquisitor der Fall war, oder sie wurden gefoltert, um sich zu unterwerfen. Entscheidend ist jedoch, dass alle Inquisitoren, die wir gesehen haben, erwachsen waren und in den Jahren direkt nach der Order 66 agierten. Was geschah also mit all diesen entführten Kindern? Gesehen haben wir sie bisher noch nicht. Wenn es dem Inquisitorenorden gelungen war, während dieser Projekt Harvester-Missionen zahlreiche Kinder zu entführen, ist es dennoch etwas seltsam, dass wir sie bisher in noch keinem einzigen Werk zu sehen bekommen haben. Bisher sind im Star Wars-Kanon nur 16 vollwertige Inquisitoren bestätigt, von denen viele eine Verbindung zum Jedi-Orden hatten. Aber wenn die Projekt Harvester-Behauptungen wahr sind, dann müsste Vader in den letzten Jahren der Herrschaft des Imperiums logischerweise eine kleine Armee von Inquisitoren zur Verfügung gehabt haben und nicht nur ein kleines Dutzend. Daher stellt sich natürlich die Frage, was ist also mit all diesen Kindern geschehen? Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass nicht ein einziger von ihnen Vaders Anforderungen erfüllte, um Inquisitor zu werden. Aber es gibt auch nur sehr wenige logische Orte, an denen diese Inquisitoren im Star Wars-Kanon vor dem Fall des Imperiums noch auftauchen könnten, ohne das Gleichgewicht der Kräfte in der Galaxis drastisch zu verändern. Wir können aber gespannt sein, ob diese Kinder eventuell doch nochmal eine größere Rolle spielen werden. Offiziell in den Kanon aufgenommen wurden sie ja jetzt. Was ist eure Meinung zum Thema? Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wären wir jetzt auch wieder mit dem Video am Ende angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Natürlich würde ich mich auch über ein kostenloses Kanalabo von euch freuen, denn damit würdet ihr mir total weiterhelfen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.